Deine DAW verfügt über viele Plugins und Softwareinstrumente, mit denen du ordentliche Musikproduktionen machen kannst. Lohnt es sich aber trotzdem, in Plugins von Drittanbietern zu investieren? Darum geht's in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Aber egal, was für eine DAW du benutzt, ob Cubase, Studio One, FL Studio oder Pro Tools, jede dieser DAWs bietet bereits ein Arsenal an Softwareinstrumenten und Effekten wie EQ, Kompressoren, Hall und Delay, mit denen du bereits professionell Musik produzieren und abmischen kannst. Trotzdem werben viele Firmen mit Plugins, von denen sie dir versprechen, dass sie deine Musikproduktionen noch besser machen oder dass du noch schneller zum Pro-Sound kommst. Stimmt das jetzt? Solltest du Geld in Plugins von Drittanbietern investieren? Oder lohnt sich das nicht und deine DAW bietet dir bereits alles, was du hast? Die Antwort ist so ein bisschen jein. Und deswegen möchte ich dir heute 6 Gründe zeigen, bei denen es sich wirklich lohnt, in neue Plugins zu investieren. Grund Nummer 1 ist die bessere Soundqualität. Jede Digital Audio Workstation hat ein oder zwei Plugins, manchmal sogar auch mehr, die einfach nicht so gut klingen. Wenn ich jetzt von mir als Logic-User spreche, ist mir als erstes der Hall aufgefallen. Die Hall-Emulation vom Space Designer zum Beispiel oder vom Plage Reverb, von diesen alten Reverbs, die klingen einfach nicht so wahnsinnig gut und sie haben oft so einen blechernen, metallischen Nachklang. Das lässt sich übrigens ganz einfach testen, indem du das Hallgerät auf die kürzeste Decay-Zeit einstellst, sie an irgendein Instrument sendest oder an irgendein Instrument mit diesem Hall versiehst und dann den Hall abrupt oder die Performance abrupt abstoppst. Wenn der Hall jetzt nicht so hochwertig gesampelt ist, hörst du, wie gerade im Beispiel, so ein bisschen so einen metallischen Nachklang und das passiert bei hochwertigen Reverb-Plugins in der Regel nicht. Deswegen, wenn du also merkst oder wenn du in deiner DAW irgendein Plugin, irgendeinen Effekt ausmachst, kann auch der Equalizer sein, auch mal Kompressoren sein, die einfach qualitativ dir nicht das bieten, was du möchtest, dann kann es dich tatsächlich lohnen, in ein Plugin von einem Drittanbieter zu investieren, das einfach bessere Klangqualität bietet. Grund Nummer 2, einfachere Bedienung oder Zeitersparnis. Ebenso wie qualitativ nicht ganz so hochwertige Plugins hat jede DAW irgendwie ein unübersichtliches Plugin oder ein unübersichtliches Softwareinstrument, das jeder User mehr oder weniger hasst, der diese DAW benutzt. Als Logic-User kommt mir da zum Beispiel der uralte Multipressor in den Sinn. Das sind oft auch Plugins, die sehr, sehr alt und sehr, sehr lange schon dabei sind und die oft nicht wirklich geupdatet wurden. Dann kann es sich tatsächlich lohnen, da in ein neues Plugin zu investieren, das dich einfach schneller arbeiten lässt, wenn du besser damit zurechtkommst. Grund Nummer 3, hochwertig gesampelte Instrumente. Das betrifft jetzt auch wieder jede DAW. Ich habe vorhin gesagt, jede DAW hat Synthesizer, hat virtuelle Instrumente wie Bässe, Schlagzeug, auch Gitarren teilweise. Aber oftmals ist es so, dass da diese DAWs an ihre Grenzen stoßen. Weil sie haben natürlich auch ein gewisses Budget und können jetzt nicht extrem hochwertige Samples kaufen. Ich zeige dir gerade mal ein Beispiel jetzt von Logics internen Instrumenten und dann mit dazu gekauften Instrumenten, dass du den Unterschied einfach hören kannst. Ja, ich glaube, in dem Fall hast du jetzt ganz gut gehört, gerade bei dem Bass auch, dass du hier viel genauer, dass du hier Slides spielen kannst, dass du Trills spielen kannst, dass du slappen kannst zum Beispiel. Das hat jetzt die Normalversion von Logic und von vielen anderen DAWs einfach auch nicht. Und da ist die Soundqualität tatsächlich entscheidend. Also wenn du viel arrangierst jetzt und wenn du diese programmierten Instrumente tatsächlich auch verwendest und nicht danach das ein Musiker tatsächlich einspielst, dann würde ich dir raten, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und einfach in hochwertigere gesampelte Instrumente zu investieren als die, die schon in deiner DAW mit dabei sind.
Grund Nummer 4, wichtige oder moderne oder für deine Musikproduktion entscheidende Funktionen. Wenn du zum Beispiel Beats programmieren möchtest, warst du jahrelang mit Logic nicht sonderlich gut bedient, denn Logic hatte jahrelang keinen Step-Sequencer. Ja, das haben die so ein bisschen verschlafen, finde ich. Deswegen ist FL Studio auch riesig groß geworden, weil die haben einen einfach zu verstehenden Step-Sequencer und viele, die Beats bauen, viele Hip-Hopper, haben FL Studio genutzt. Jetzt hat Logic einen Step-Sequencer und der ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber in so einem Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel Beat-Programmer gewesen wäre, noch vor 3-4 Jahren, hätte ich wahrscheinlich die DAW gewechselt, weil das einfach auch Sinn macht beim Beats-Programmieren. Eine andere Sache zum Beispiel wäre, was auch gerade ganz stark im Kommen ist, ist dieses Live-Looping, wo Ableton jahrelang sehr weit vorne war. Diese Live-Loops hatte Logic jetzt zum Beispiel auch wieder nicht. Jetzt gibt es die Live-Loop-Funktion und das ist wichtig für Leute, die einfach viel mit Live-Loops arbeiten. Also in so einem Fall wird es tatsächlich dann auch Sinn machen, sich vielleicht ein Plugin als Step-Sequencer oder ein Step-Sequencer so rum als Plugin zuzulegen, wenn das deine DAW nicht hat. Oder in diesem Fall sogar fast auf eine andere DAW umzusteigen, die mehr Funktionen bietet für den Musikstil oder für die Art von Musikproduktion, die du machst. Grund Nummer 5, Plugins, die dir beim Abmischen helfen. Ich weiß, jetzt wird's gefährlich, aber wenn du Homestudio-Besitzer bist, weißt du das wahrscheinlich auch, du schmorst sehr oft im eigenen Saft. Das heißt, du schreibst die Songs selber, spielst womöglich alle selber Instrumente auch noch selber ein und programmierst sie. Hast jetzt vielleicht nicht unbedingt das Budget, Studiomusiker zu kaufen oder gar ein Studio zu mieten. Dann schreibst du womöglich noch die Texte selber, singst auch selber ein, mischt es selber ab und masterst es womöglich auch noch selber, dann hast du in 90% der Fälle wirklich das Problem, dass du deinen Song selber gar nicht mehr neutral hören kannst, weil du ihn selber geschrieben hast, selber eingespielt hast, alle Instrumente, selber performt hast, gesungen hast und selber ihn auch noch abgemischt hast. Es ist wahnsinnig schwierig, dann noch irgendwie mit neutralen Ohren seine eigenen Songs zu hören. Das ist fast unmöglich. Und deswegen ist es entweder gut, du bekommst Mix-Feedback von Freunden oder von jemandem, der was davon versteht. Das kannst du natürlich aber auch nicht immer machen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du ja so Analyzer-Plugins benutzt, die dir einfach ein bisschen helfen können. Es gibt zum Beispiel von iZotope, ich glaube, der heißt Mix Assistant, wo du in einzelne Kanalzüge, der dir sogar in ungefähr sagt, wie stark du komprimieren musst oder wie du den Equalizer einsetzen musst, der dir so ein bisschen dabei helfen kann. Das finde ich schon so ein bisschen unheimlich, sowas. Was ich ganz gern benutze, ist zum Beispiel Mixroom und Bassroom von Mastering the Mix. Und ich benutze auch gerne einfach Analyzer-Plugins, die mir helfen, Fehler im Mix zu erkennen, die ich vielleicht nicht mehr höre, weil ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, weil ich in diesem Song schon sehr, sehr lange drin bin. Also solche Plugins können dir tatsächlich helfen oder auch ein Match-EQ, wenn du irgendwie die Frequenzkurve von einem professionell gemischten Song in diesem Genre drüberlegst, der kann dir helfen, dass du irgendwie merkst, ah ja, okay, ich habe ja hier viel zu viele Höhen ab 8K reingedreht, das klingt ja schon kreischig, oder ich habe irgendwie bei 400 Hertz ist zu viel los, der Mix klingt relativ mumpfig. Da kann dir das natürlich schon helfen, sowas. Und auch so ein Mix Assist zum Beispiel vom iZotope. Wichtig dabei ist nur, dass deine letzte Instanz müssen immer deine Ohren sein. Immer. Und nicht irgendein Analyzer-Plugin, das dir irgendwas vorschlägt oder das sagt, die Frequenzkurve in diesem Genre muss beim Gesang so sein. Ja? Also du musst immer dran denken, solche Plugins sind auch nur Maschinen, programmierte Maschinen, die dir nach irgendwelchen Algorithmen irgendwelche Vorschläge machen. Also nochmal, bei solche Mixing-Plugins oder Mixing-Hilfs-Plugins können durchaus nützlich sein, um deine ermüdeten Ohren etwas wieder einzugraden. Aber bedenke immer, es sind Maschinen und die letzte Instanz müssen deine Ohren sein, um das zu beurteilen, welche Änderungen du jetzt machst an der entsprechenden Spur oder am Mix. Grund Nummer 6, Plugins, die deine Kreativität fördern. Hier geht es jetzt ein bisschen mehr um das um Songwriting, ja. Auch das ist wieder gerade bei Homestudio-Besitzern oder es sind nicht nur Homestudio-Besitzer, auch Songwriter allgemein. Bei Songwritern allgemein kann es öfter passieren, dass sich einfach die Muse nicht küsst. Du findest keine neuen Chord-Progressions mehr, dir fallen keine Melodien ein. Und da gibt es heutzutage auch relativ viel nützliche Hilfe. Was ich ganz cool finde, ist da zum Beispiel in dem Zusammenhang von Toontrack Easy Keys. Die haben diese MIDI-Packs mit dabei, unter denen du auswählen kannst und die verschiedene Rhythmiken haben. Und sowas finde ich immer ganz gut, als kreativen Input zu haben, um einfach wieder neue Ideen zu bekommen.
Was auch ganz gut ist, habe ich ja auch schon vorgestellt, sind die Loops von Überschall. Die kannst du dann mit dem Elastic Player reinladen. Da hast du auch so Songskizzen, an die du dich so ein bisschen halten kannst und die dir vielleicht einfach so ein bisschen mal eine Idee geben, vielleicht in eine ganz andere Richtung zu gehen, als wie du sonst immer Songs schreibst. Allerdings solltest du auch hier aufpassen. Wenn du irgendwelche MIDI-Packs benutzt, wird ja jetzt gerade auch von vielen Firmen viel Werbung gemacht. Ich würde diese, gut, Chord Progressions sind nicht Copyright geschützt, also Chord Progressions kann man nicht schützen lassen, die darfst du immer benutzen. Bloß wenn man es ganz genau gleich so benutzt, wie es drin ist oder solche MIDI-Packs, dann ist die Gefahr groß, dass jemand anders das eben auch so benutzt und irgendwann klingen dann alle Musikproduktionen gleich. Das wäre ein bisschen langweilig. Du solltest also immer trotzdem darauf achten, dass du die Individualität bei dir bewahrst. Also sieh solche Producer-Packs oder MIDI-Packs immer nur als Anstoß, um deine Kreativität zu fördern und wieder neue Ideen zu bekommen. Übernimm sowas nicht immer 1:1. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass jemand ganz genauso klingt. Und das wäre ja ein bisschen peinlich. Und damit kommen wir zum Bonusgrund, Grund Nummer 7. Und der ist, Plugins kaufen macht Spaß. Ja, ich weiß, ich kaufe auch gerne Plugins und ich schaue mir auch gerne die Hochglanzwerbung an, wenn wieder ein tolles, neues, gesampeltes Instrument rauskommt. Ein toller, neuer Synthesizer mit abartig guten Presets und Sounds. Oder ein tolles neues Analyzer-Plugin, das mir helfen kann, schneller abzumischen oder Fehler in meinem Mix schneller zu finden. Am wichtigsten für gute Musikproduktion sind aber natürlich nicht neue Plugins, sondern ist, dass du dein Handwerk ordentlich lernst. Und wenn du ein paar Tipps möchtest zum Abmischen, habe ich dir unten die 12 wichtigsten Mixing-Tipps angepinnt. Kennst du die schon? Wenn nicht, dann lade sie dir runter. Im ersten Kommentar kannst du sie als PDF runterladen. Die 12 wichtigsten Mixing-Tipps. Das ist zunächst mal ganz wichtig, dass du einen guten Mix hinkommst. Und erst dann kann Plugins dir helfen, den Mix vielleicht tatsächlich doch noch ein kleines bisschen besser zu bekommen. Am Schluss interessiert mich jetzt natürlich noch, was sind deine Plugins, die du gekauft hast? Was ist das schlechteste Plugin deiner DAW? Würdest du das zugeben? Welches Plugin nervt dich total an deiner DAW? Und was war das erste Plugin, das du ausgetauscht oder dir neu gekauft hast? Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über ein oder zwei Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!